Die Parallelschaltung. Ich hatte ja gesagt, wir ordnen uns unsere Bauelemente schon mal so, wie wir es auf dem Plan haben. Wenn wir die dann da haben, dann fangen wir so an, wie wir es uns auf dem Plan auch vorgenommen haben. Nochmal zu meiner Spannungsquelle. Die besteht jetzt hier aus 3 Batterien. Ich habe jetzt im Moment nichts anderes da gehabt. Das macht nichts. Ich sage also, von der Spannungsquelle zum Schalter. Das war unser erstes Vorhaben. Und dann hatten wir ja gesagt, wir wollten einstweilen erstmal die erste Lampe zum Leuchten bringen und das auch ausprobieren. Das sollte funktionieren. Das heißt, von dem Schalter, das ist der offene Kontakt jetzt hier, das ist ein anderer Kontakt, das ist jetzt nicht wichtig, von dem Schalter dann zur ersten Lampe. Die lassen wir jetzt mal noch unberücksichtigt. Also ich nehme die auch mal weg. So, und dann haben wir gesagt, gut, und jetzt gucken wir wieder auf unseren Plan von der Lampe zur Spannungsquelle. Ich nehme das Kabel, schließe erstmal an und jetzt gucken wir mal, ob das erstmal funktioniert. Jawohl, Lampe leuchtet, bis dahin klar. Dann hatten wir uns vorgenommen, wir können ja diese Lampe direkt hier irgendwo an die Batterie anschließen. Aber wir wollen ja, dass der Strom erst noch durch den Schalter sozusagen abgebremst wird. Das heißt, wir hatten uns auf der Zeichnung vorgenommen, einfach von, das ist eine Verzweigung im Stromkreis, von der ersten Lampe zur zweiten Lampe das Kabel zu setzen, mehr nicht. Und wir hatten uns auch gesagt, naja, und genau das gleiche machen wir hier nochmal. Von der ersten Lampe zur zweiten Lampe das Kabel setzen. Und hier verzweigt sich der Stromkreis. Ich zeige nochmal, der Strom fließt hier durch, wenn der Schalter geschlossen ist, durch den Schalter, durch die erste Lampe zurück zur Spannungsquelle. Von dem Schalter zur Lampe und hier ist dieser Lötpunkt sozusagen, der Punkt, den wir auf dem Schaltplan machen und dann zur nächsten Lampe, durch die Lampe, wieder zurück zur Spannungsquelle. Das heißt, diese Lampe hier ist nicht nötig, dass die leuchtet. Wir probieren es mal aus, ob es funktioniert. Jawohl. So, und jetzt könnte ich sagen, wenn ich diese abklemme, wenn die also kaputt ist, leuchtet die andere weiter. Jetzt ist es ein bisschen schwierig. Moment mal. Jetzt klemme ich mal die erste ab. Ja, die kann ich jetzt gar nicht so leicht abklemmen. Aber ich hoffe, ihr glaubt mir das auch so. Mal sehen. Ich nehme sie mal raus. Ne? Jetzt ist die Lampe raus. Jetzt kann der Strom hier nicht mehr lang fließen. Hier ist ja nichts mehr zum Fließen, sondern er fließt hinten auch durch die zweite Lampe zurück zur Spannungsquelle. Wenn ich jetzt diese Lampe hier wieder rein tue, na, allzu oft werde ich das nicht machen können. So, wenn ich die Lampe wieder angeschaltet habe, leuchten sie trotzdem beide. Was das mit den Batterien zu tun hat, zeige ich mal ein ganz bisschen. Wir lassen mal die eine Batterie weg und ich klemme das mal hier an. Und siehe da, ich habe die gar nicht mehr zur Verfügung. Auf solche Sachen, wie man auch Batterien in Reihe schalten kann oder parallel schalten kann, da komme ich später und auf andere Dinge auch. Aber ich hoffe mal, das hat zum Verdrahten geholfen. So verdrahtet man seine Schaltungen, so funktioniert das. Also von da nach da, immer wie man sich's vorher aufgemalt hat. Macht euch immer einen Plan, dann müsste es auch klappen. Na denn, ich hoffe mal, es hilft.